So, einer weg. Öpp, 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 öpp. Nicht Carsten. Carsten ist böse. 15 Hits. No way. Du kriegst mich nicht. Tak, 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 tak. Double Demon Fang. Demon Fang. Weg. Warum kocht Kratos? Hat er es nicht auf China geändert? Egal. Lasst uns den Grund fürs. Den Grundriss der Farm abrufen. Blub. 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 Professor, sind fantastisch! Es gibt halt so. Nee, Moment, wie spreche ich sie denn? Es gibt Leute auf dieser Seite, die auch Maschinen. Es gibt also. Es gibt also Leute auf dieser Seite auch Leute, die Maschinen bedienen können. So. Auf dieser Seite? Nichts, ich spreche mit mir selbst. Wir befinden uns hier. Da, da wo es blinkt. Im lila Raum. Rosa. So eine lila-rosa Mischung. Und Qua sollte sich dort befinden. Budum, budum, im dunkelgrünen Raum. Scheint, wir müssen das Sicherheitssystem deaktivieren. Um die Ebene zu erreichen, auf der sich Qua befindet. Sicherheitssystem? Hier. Da. Das blinkende Viech. Bidim, bidim. Wenn wir dieses Sicherheitssystem nicht deaktivieren, können wir nicht zu Qua vorstoßen. Was sollen wir also tun? Beruhige dich. Irgendwo gibt es sicher einen Schalter, um das System zu deaktivieren. Dip, dip. Hier ist er. Bidum, bidum, bidum. Siehst du die beiden Schalter auf der linken und rechten. Am linken und rechten Ende dieses Durchgangs? Das sind die Deaktivierungsschalter. Bidum. Okay, deaktivieren wir ihn. Wartet einen Augenblick. Ich zeige euch den Weg, der zu Quas Raum führt. Bum, bum, bum. Das Transportband bindet den Durchgang. Um es anzuhalten, müssen wir das Steuerungssystem des Bandes außer Kraft setzen. Es scheint so, dass man nicht zum Steuerungssystem gelangt, ohne solange Container auf dem Band stehen. Mal sehen, um das Containertransportsystem zu justieren. Alarm. 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 Verdammt, sie haben entdeckt, dass ich auf den Computer zugreife. Was, Leute, was sollen wir tun? Die Designs werden jeden Augenblick hier sein. Verdammt. Ich habe keine andere Wahl. Wir müssen uns in zwei Gruppen aufteilen, damit wir das System deaktivieren und den Quast-Raum eindringen können. Was? Wir teilen uns auf. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich wäre gerne in der Gruppe, der hinter die hinter Qua her ist. Ich auch. Und ich auch. Colette, bitte triff für uns die Wahl. Also, ich überlasse es Lloyd. Was? Mir? Ich weiß, du wirst uns gut einteilen. Er hört nur auf seine, seine Intuition und seinen Instinkt. Was soll das denn bitte? Was soll das denn nun bitte schön heißen? Egal, ich werde also die Teams darstellen. Ich übernehme Qua. Ich möchte meine Mutter rächen. So. Meine Mutter retten? Nein. Hab ich das wirklich gerade so gesagt? Ich möchte gegen Qua kämpfen. Bitte, Leute, nehmt mich mit. Yeah. Nein, Moment, Scheiße. Nein, andersrum. Du kommst mit mir mit. Und? Rain. Du kommst mit mir mit. Ja, genau, so ist es gut. Ich brauche einen guten Kämpfer und eine gute Heilerin nachher bei gegen Qua. Lass uns so aufbrechen. Leute, lass uns Qua zusammen besiegen. Es ist schade, dass ich nicht mitgehen kann. Ich werde also im anderen Team sein. Das ist frustrierend. Du vertraust mir wohl noch. Du vertraust mir wohl, wenn du mich in die andere Gruppe steckst. Wir treffen uns im Quas-Kontrollraum. Boah, ich hab's heute auch echt mit dem Lesen. Das geht ja mal gar nicht. Das hat auch ein Versprechen. So, hier einmal safe. Ist in dem Raum noch irgendwas? Nein. Okay, dann gehen wir. Hallo? Weiter. So, hier waren wir ja schon mal. Aber müssen jetzt nochmal. Das Feuer, das Ring des Mal. Das Feuer des Mana-Rings ist stärker geworden. Es reicht nur an Stellen heran, die es vorher nicht erreicht hat. So, echt mal heute. Schlechter Tag zum Aufnehmen. So, heiliges Licht, damit ich ungestört hier rumlaufen kann. Moment, wo ist das Layouts? Ich glaube, das Container-Transportsystem befindet sich in einem anderen Raum.
Das ist nur zuerst so. Ach ja, stimmt ja. Ich hab vergessen, dass ich zuerst woanders hin muss. Brr, ich bin doof. Dumm. Da oben hin muss ich zuerst. Hallo? Da rein? Leute, gehst du durch die Tür durch mal? Danke. So. Gucken wir uns mal in die Truhe. Ist eh nichts Unnötiges drin wahrscheinlich. Oh, Priesterorbe. Das, was ich mir eben noch gekauft habe. Wundervoll. So, da hinten sind nochmal zwei. Ich glaube, da ist aber diesmal ist wirklich nichts Wertvolles drin. Schichtleder ist doch was Gutes. Granulat. Ah, die Granulatdinger brauche ich nicht mehr. Da habe ich alle. So. Jupp. Abstellen. Düdüm. So. Ja, das mit den Granulaten ist auch so eine kleine Sidequest, die man machen kann. Eine Sammel-Sidequest. Ah, gut, die Dinger sind abgestellt. Renn. Sollst du die Dinger erwischen? Wow, ich sollte Scharfschützer werden. Moment. Yay. Hat doch gut geklappt. Nein, lass mich durch, du Penner. So, das wird Kuchen. Finde ich schön, diese Aussage im Englischen. This is gonna be a piece of cake. Das wird ein Stück Kuchen. Jetzt ein Kuchen. Erdbeer am liebsten. Och, jetzt kocht der Penner Leute schon wieder. Wie sich das ständig ändern muss. Ah, so, Kratos. Koche du. Gut, jetzt müssen wir auf der Seite auch nochmal alles hier abschießen. Eins, zwei, drei. Ah, immerhin eingetroffen. Eins, zwei. Hallo, schieß mal. Schieß mal. Danke. So, da die jetzt abgestellt sind, können wir hier hoch. Da lang und eine Truhe holen. Hallo, Truhe. Und noch eine Erfahrungsgeme. Ja, das mit den Granulaten wollte ich eben nochmal erklären. So, das mal kurz speichern. Wir sind eventuell kurz zum nächsten Level. Oh, komm, Rain. Machen wir eben Kampf, damit sie ein Level erreicht. Ich würde jetzt sagen, genau, die Granulate. Dadurch, die kann man sammeln und daraus Figuren dann von jedem herstellen. Also von jedem Charakter, den es im Spiel gibt. Glaube ich. Von den meisten jedenfalls. Und ja, das dauert unter anderem sehr lange, das Suchen. Rain, kannst du dich mal heilen? Das ist doch First Aid. Vor allem, weil man, die muss man aus Granulaten herstellen. Und ein Granulat gibt es zum Beispiel nur im allerletzten Dungeon von einem bestimmten Gegner. Also muss man von dem klauen. Mit etwas Glück bekommt man es dann auch von dem, wenn man ihn besiegt. Aber sonst, das muss man halt jedes Mal von ihm klauen. Und das dauert auch ein bisschen lange und so weiter und so fort. Und ich, ja, hatte mich beim letzten Durchschnitt mal dran gesetzt, das zu machen. Ich kann es ihm kurz zeigen. Ach nee, Moment, ich habe das ja doch, stimmt, ich habe das Buch ja noch gar nicht. So, wir kommen vor. Es bewegt sich nicht. Wir müssen warten, bis sie das Sicherheitssystem deaktiviert haben. Gut, jetzt sind wir dran. So, wir müssen unser Bestes geben. So, ich will mit China kämpfen. Techniken eben noch kurz einstellen. Pyre Seal, Power Seal, Serpent Seal, Merge Seal, was auch immer. Da lang. Ja, oder? Ja. Man bemerkt den Unterschied, wie langsam wir sind, wenn wir Leute nicht im Team. Ja, sie haben uns wieder gefunden. Du Lümmel, was machst du hier? Weil Leute hat eine Erfahrungsfähigkeit, die uns schneller macht beim normalen Laufen. Colette, was tust du da? Nein, nicht. Angel Feathers, Moment. Auch nicht das. Frontlinie.